In dem vorliegenden Video präsentiere ich Ihnen den Fall einer 49 Jahre alten Patientin. Aufgrund einer Anämie erfolgte eine auswärtige Diagnostik. Diese zeigte einen ausgedehnten Pankreaskorpus- und Schwanztumor, den Sie sehr gut in den unten dargestellten Bildern sehen können. Die histologische Aufarbeitung einer Punktion erbrachte den hochgradigen Verdacht auf ein neuroendokrines Karzinom, sodass eine neoadjuvante Chemotherapie mit Cisplatin und Etoposid erfolgte. Nachfolgend wurde die Indikation zur Exploration mit der Patientin besprochen. Hierbei war es aufgrund des ausgedehnten Befundes notwendig, gegebenenfalls eine multiviszerale Resektion im Sinne einer Appleby-Operation durchzuführen. In dieser Animation können Sie sehr gut die anatomische Relation des Tumors zu den anatomischen Strukturen sehen. Der Blutfluss erfolgt ja aus der Aorta über den Truncus celiacus und dann die Arteria hepatica propria in die Leber. In der zweiten Animation sehen Sie nun, dass nach der Resektion mit Resektion des Truncus celiacus die Blutversorgung der Leber über die Kollateralen der Gastroduodenalis aus der Arteria mesenterica superior erfolgt. Sie sehen hier die Eröffnung des Abdomens. Die Kamera filmt von kaudal rechts. Sie sehen hier die Vorbereitung für einen möglichen falciforme Patch und Sie erkennen schon hier die ausgedehnten Umgehungskreisläufe bei Pfortaderverschluss. Hier sehen Sie die Infiltration im Bereich des Treitschen Bandes und es erfolgt nun zunächst die Exploration, die Eröffnung der Bursa omentalis. Bei neuroendokrinem Tumor und ausgedehnten Lymphknotenveränderungen sehen Sie jetzt hier die Lymphknotendissektion vor der Aorta. Es wird jetzt hier die linke Nierenvene freigelegt und dann auch angezügelt. Jetzt erfolgt die Exploration des Ligamentum hepatoduodenale. Etwas oberhalb der Overholt-Klemme sehen Sie den Tumor hier schon ins Ligament reichen. Es werden nun die Strukturen des Ligamentum hepatoduodenale, also die Arteria hepatica, der Ductus hepatocholidochus und die Pfortader dargestellt und eine ausgedehnte Lymphadenektomie durchgeführt. Hier wird die rechte Leberarterie angezügelt. Im Hintergrund sehen Sie schon den Ductus hepatocholidochus. Im Folgenden wird jetzt die linke Leberarterie dargestellt. Hier reicht ja der Tumor sehr nah heran, aber infiltriert dieses Gefäß nicht. Es erfolgt jetzt die Anzügelung der Arteria gastroduodenalis. Diese ist für den Erfolg der Operation natürlich essentiell und muss unbedingt geschont werden. Gut zu erkennen sind hier die ausgeprägt vergrößerten Lymphknoten im Bereich des Ligamentum hepatoduodenale.
Jetzt wird die Arteria hepatica propria in Richtung des Truncus celiacus schrittweise freigelegt, umfahren und angezügelt. In diesem Bereich soll später die Resektion und Durchtrennung erfolgen. Sie können jetzt hier sehr gut die Pfortader oberhalb des Pankreas erkennen und es wird weiter die Lymphadenektomie durchgeführt. Da höchstwahrscheinlich eine Pfortaderresektion erfolgen muss, wird nun auch die Pfortader im Ligamentum hepatodudenale angezügelt. Sie sehen jetzt hier die Eröffnung der Bursa omentalis. Es wird das große Netz vom Querkolon abpräpariert und Sie erkennen hier die deutlich gestauten Venen im Bereich des Magen, der großen Magenkurvatur. Die weitere Präparation erfolgt am Bereich des Pankreasunterrandes unter Mitnahme der gerotaschen Faszie und auch unter Mitnahme der linken Nebenniere. Da auch die Flexura duodenoionalis infiltriert ist, wird auch hier ein Segment mitgenommen. Sie sehen hier die angezügelte linke Nierenvene und dass der Tumor einschließlich der Milz komplett mobilisiert ist. Jetzt erfolgt die Unterfahrung des Pankreashalses bei langstreckiger Pfortaderinfiltration. Hier sieht man jetzt die Abstichnähte vor Resektion im Bereich des Pankreashalses. Der Fluss im Bereich der Arteria hepatica propria nach Ausklemmung des Truncus celiacus erbrachte 70 Milliliter je Minute und damit im unteren Bereich dessen, was für die Leberperfusion ausreicht. Es erfolgt nun die Ausklemmung der Arteria hepatica propria unmittelbar vor dem Abgang der Arteria gastrodudenalis und Durchtrennung derselben. Der eingesendete Schnellschnitt hier war tumorfrei. Sie sehen jetzt hier die Durchtrennung des Pankreashalses mit dem Skalpell. Es zeigen sich gut durchblutete Resektionsränder. Nach einem weiteren Nachresektat ist der Resektionsrand tumorfrei. Es wird nun die Pfortader proximal und die Vena mesenterica superior ausgeklemmt und nach Durchtrennung der Pfortader kann das Präparat einschließlich des Magens abgegeben werden. Sie sehen hier den Situs nach Resektion. Kranial erkennt man den distalen Ösophagus mit einer minimalen Magenfundusmanschette und die Pfortaderresektion. Es erfolgt jetzt zunächst die fortlaufende Naht der Pfortader mit 5x0 PDS. Zunächst sehen Sie hier die Naht der Hinterwand. Und nachfolgend jetzt auch die Naht der Vorderwand. Wichtig ist, dass diese Naht nicht straff geführt wird, sondern soll locker zu liegen kommen, damit es nicht zu einer Einengung der Pfortaderanastomose kommt.
Kurz vor Fertigstellung der Anastomose erfolgt das Flaschendurchfreigabe von Ein- und Rückstrom und nachfolgend Ausspülen der Pfortader mit Heparinlösung, bevor jetzt die Anastomose durch lockeres Knüpfen des Fadens fertiggestellt wird. Bitte. Sie sehen hier die weite und gut durchflossene Anastomose. Es erfolgt nun die Übernähung des Pankreaskopfes und selektive Umstechung des Pankreasganges. Und hier ist jetzt der Situs zu sehen nach Pfortaderrekonstruktion. Sie sehen aufgehängt die winzige Magenmanschette kurz distal des Ösophagus. Das Jejunum wird jetzt nach oben geführt, eröffnet. Es erfolgt eine einreihige Anastomose in Einzelknopftechnik mit 4x0 PDS. Sie sehen jetzt hier den Abschlusssitus im Bereich des Pankreaskopfes mit noch ausgeklemmter Arteria hepatica propria, angezügelter Arteria gastroduodenalis. Es erfolgt jetzt die abschließende Flussmessung. Diese ergibt 100 Milliliter je Minute und jetzt schon deutlich zunehmenden Fluss im Bereich der Arteria hepatica propria. Makroskopisch ist die Leber gut perfundiert. Abschließend erfolgt die Seit-zu-Seit-Anastomose des Duodenums zum Jejunum in doppelreihiger Technik und darüber hinaus die UY-Anastomose in End-zu-Seit-Technik, beides fortlaufend mit 3x0 Maxon und ist nicht im Video gezeigt. Nach Ordnen des Darmes und Einlage von 2,26er Robinson-Drainagen wird das Abdomen schichtweise verschlossen. Die pathologische Beurteilung ergab bei Aufarbeitung des multiviszeralen Resektates bestehend aus Pankreaskorpus und Schwanz, Milz, Nebenniere, Pfortader, Truncus celiacus, Magen- und Dünndarmanteil einen 13 cm durchmessenden neuroendokrinen Tumor des Pankreaskorpus und Schwanzes mit einem Proliferationsindex von 15%. Penetration des Magenkorpus und Infiltration der Pfortader und des Truncus celiacus mit allseits tumorfreien Resektionsrändern. Das Tumorstadium wurde mit YPT3, YPN1, YL0, YV0, YPN1GX nach neoadjuvanter Therapie und R0 angegeben. Der postoperative Verlauf war unauffällig. Insgesamt ist zu schlussfolgern, dass in Einzelfällen eine ausgedehnte Resektion beim Pankreaskarzinom mit Resektion des Truncus celiacus im Sinne einer Appleby-Operation eine R0-Resektion ermöglicht und damit möglicherweise das Überleben bei solchen ausgedehnten Tumoren verlängern kann. Trotzdem ist bei diesen ausgedehnten Resektionen die Morbidität und die Mortalität deutlich erhöht, sodass keine generelle Empfehlung zur Durchführung einer Appleby-Resektion bei Pankreaskarzinom erfolgen sollte. Darüber hinaus muss man sagen, dass viele Patienten bei Exploration mit arterieller Resektion irresektabel sind, da entweder der Ein- oder Ausstrom nicht gewährleistet ist oder doch bisher okkulte Metastasen vorliegen.